Hallo, servus Klaus. Servus Nick. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Und auch hallo da draußen an alle Flatcat-Freunde. Ihr kennt mich vielleicht noch vom letzten Mal. Ich bin der Nick und neben mir ein neues Gesicht, der Klaus von Flatcat. Es gibt eine Neuigkeit bei euch bei Flatcat. In Ahead. Ja, wir haben den Ahead und da sind wir immer einen Schritt voraus, denke ich mal. Ja, und das finden wir jetzt raus, Klaus. Kannst du mir den mal schnell in 3 Sekunden auseinanderfalten? Das ist ja eure Devise. Für einen alten Mann eine Herausforderung, aber ich versuche es mal. Zähl mit. Sind wir bei 1, 2 und 3? Wie versprochen. Würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf den Golfplatz. Wir sind hier am Golfclub Riedhof und da zeigst du mir die ganzen Features. Sehr gerne. Super. So Klaus, den stufenlosen Geschwindigkeitsregler kenne ich ja noch vom letzten Mal, aber was gibt es jetzt Neues? Ja, jetzt haben wir noch zusätzlich dem Flathead beigepackt einen Näherungssensor, okay. Dann eine Distanzfunktionsfernbedienung. Klingt interessant. Ja, und dann zusätzlich noch einen externen Stromanschluss für iPhone- oder GPS-Geräte zur Stromversorgung während der Runde. Das ist nicht schlecht. Bedeutet, ich kann jetzt auch wieder meine Selfies machen auf dem Platz und mein Handy geben. So, für alle Flatcat-Neulinge, Klaus, magst du mal ganz kurz erklären, wie mache ich den denn an? Ganz einfach. Die linke Taste ist die Ein- und Aus-Taste. Du drückst die 2 Sekunden, bekommst den Piepston. Ja, jetzt ist er betriebsbereit. Und wenn du losstarten möchtest, drück mal die Taste oder ich mache es für dich. Dann muss ich aber immer noch drehen. Die Geschwindigkeit einstellen. Es geht stufenlos. Deine Wunschgeschwindigkeit einstellen sozusagen. Ja, und wenn du stehen bleiben willst, drückst du wieder drauf oder ich drehe zurück. Genau, die Ein- und Aus-Taste oder zurückdrehen. Jetzt gehen wir aber ans Eingemachte, warum wir eigentlich da sind. Der Näherungssensor. Erklär den mal doch ganz kurz. Der Näherungssensor kann zusätzlich aktiviert werden, ja, indem dass du die Pfeiltaste, ist die mittlere Taste, auch 2 Sekunden drückst. Ja. Bekommst du wieder einen kleinen Piepston. Und dann ist er schon an. Genau, dann ist er an. Und der Näherungssensor arbeitet ungefähr in einem Abstand von 10 bis 15 cm und bis 50 cm ist eingestellt. Okay. Ja? Und auf welcher Höhe muss ich den ungefähr haben? Die Optik sollte unterhalb deines Bauchnabels zeigen. Okay, dann laufe ich mal los. Wie mache ich es dann mit dem Lenken? Ganz normal. Anfassen und umsetzen. Ah, das funktioniert super. Jetzt haben wir aber heute auch echt gutes Wetter zum Golfen. Wie ist es bei extremen Sonneneinstrahlungen oder bei Regen? Gibt es keine Einflüsse. Weder Regen noch Sonne noch, keine Ahnung, Nebel. Überhaupt kein Thema. Das ist ja super. Aber richtig. Klaus, wenn ich dahinter laufe, der rennt ja die ganze Zeit weg. Wie komme ich jetzt an meinen Schläger? Ja, das zeige ich dir mal kurz. Du läufst mit dem Trolley, gehst aus diesem Abstrahlwinkel raus, bleibt da stehen. Du kannst deinen Schläger nehmen, kannst den Ball schlagen und dann musst du nicht mal mehr hintergehen, sondern du greifst mit der Hand hierher und schon hältst du wieder den Abstand. Also das ist ein richtig cooles Feature. Ja gut, dann laufen wir noch mal ein bisschen los, oder? Ja, geh mal zügig, sodass man das... Kann man nebenher joggen und dann höre ich auf, nehme meinen Schläger. Und los geht's. Richtig. Traumhaft. Klaus, angenommen, wir sind jetzt wie hier bergab. Wie handle ich das denn? Dass er nicht abhaut. Dass er nicht abhaut oder dass er auch stehen bleibt? Ja, der hält sich immer im Grunde genommen an deine Schrittgeschwindigkeit. Du gehst, du siehst, jetzt kommen wir in den Berg rein und du merkst schon, er bremst richtig ab. Ja. Ne? Also er macht sich nicht selbstständig. Ich meine, jetzt sind wir ja schon richtig. Jetzt ist er schon steil, ja. Also du siehst, also wenn du, ich gehe ja langsam, aber wenn du schneller gehst, dann geht es da zügig runter, ohne dass er sich setzt. Ja, das ist richtig. Ja. Klaus, angenommen, ich will jetzt wieder mit dem Regler arbeiten. Wie schalte ich den denn aus? Schau auf die LEDs. Mit Näherungssensor, wenn du fährst, blinken die. Möchtest du den Näherungssensor ausschalten, drückst du die Pfeiltaste kurz, bis du wieder Piepston bekommst. Jetzt stehen, also blinken die nicht mehr, die LEDs. Ja, jetzt kannst du in den normalen Fotobetrieb wieder fahren. Und wenn ich jetzt beispielsweise mir eine Pause gönne im Clubhaus oder woanders, empfiehlt man den wieder auszuschalten? Ich meine, wenn jemand vorbeiläuft, würde er ja wegfahren. Den kannst du ausschalten, aber es ist ein Sicherungsmodus eingebaut. 10 Minuten kein Befehl. Ja. Ja, beim Trolley schaltet er selbst in Standby. Nicht schlecht. Wunderbar. Machen wir weiter im Ganzen. Ja. Wir haben ja die Fernbedienung. Ja. Magst du mal ganz kurz erklären, was ihr da Neues habt?
Das ist eine Stop-and-Go-Fernbedienung, die nicht zum Lenken ist, bewusst so gewählt. Und du musst hier nur diese eine Taste drücken. Dann fährt's schon los. Und kannst den Punkt genau wieder stehen lassen. Muss ich jetzt aber den Potty ausschalten oder die Funktion oder geht es trotzdem? Die Fernbedienung funktioniert bei jeder Funktion, beim Näherungssensor ja, oder auch beim herkömmlichen Potty-System. Okay. Ja. Wenn ich meine Fernbedienung mal nicht dabei habe, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder geht es auch? Oder? Doch, geht auch. Okay. Da kann man dann die Standardeinstellung verwenden. Mit der Pfeiltaste einmal drücken und dann marschiere 18 Meter. Auch mal stehen. Aber sollte man natürlich nicht vergessen. Sollte man nicht vergessen, logisch. Ich gehe hinterher. Gern. So weit sind 18 Meter. Ja, ja. Herr Klaus, und wie ist es, wenn dieses Gerät hier leer ist, dann kann ich nicht mehr mitfahren? Das stimmt, wenn es leer ist, ist es leer, aber du kannst jederzeit wechseln. Hier ist eine kleine Schraube, die öffnest du und dann kannst du die Knopfzelle selbst wechseln. Ähnlich wie beim Auto. Und weiter geht's. Ja, dann fahren wir los. Schon geil, hä? Richtig geil. Langsam. So Klaus, fassen wir alles nochmal zusammen. Wir haben jetzt den Näherungssensor, dann diese coole Fernbedienung und einen USB-Anschluss für all diejenigen, die ihr Handy laden wollen. Richtig. Gibt es noch irgendwas Neues zur blauen Batterie? Die blaue Batterie, ja, hier ist ein bisschen der Umweltgedanke schon mit dabei. Okay. Diese Batterie ist eine Eisenphosphat-Batterie. Mhm. Die hat kein Kobalt mehr verbaut, keine Schwermetalle. Und sie hat eine Leistungsstärke von 36 kW. Okay. Ja, gut. Jetzt um ehrlich zu sein, Flatcat hat wieder mal gezeigt, ihr seid immer einen Schritt voraus. In diesem Sinne, Klaus, wir sind jetzt raus.